Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Schalke hat einen neuen Rechtsverteidiger und es ist mein Namensvetter, Cedric Brunner von Arminia Bielefeld. Kommt ablösefrei, sehr, sehr stark, wie ich finde. Derzeit 28 Jahre alt und ja, war sehr, sehr wichtig beim Aufstieg von Bielefeld und dann auch in der Bundesliga hat er eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Ein sehr, sehr defensiv starker Verteidiger, von dem man offensiv nicht allzu viel erwarten sollte. Aber wo letzte Saison bei Bielefeld über seine Seite die wenigsten Gegentore passiert sind. Kenne außerdem Kramer auch aus Bielefelder Zeiten, war der Wunschspieler von Kramer. Und ich glaube, der kann unsere Defensive sehr, sehr gut stabilisieren. Bei Bielefeld war ja letztes Jahr die Defensive gar kein Problem. Die haben eine gute Defensive gehabt. Und da hat der Brunner auch nochmal herausgestochen. Da war eher so die Offensive das Problem. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, da diesen Spieler ablösefrei bekommen zu haben. Und ich finde, das ist jetzt eine gute Mischung auf der rechten Seite mit ihm und Aydin. Aydin, der ja eher der offensiv stärkere Spieler ist, der da auch mit seinen Dribblings, mit seinem ja, offensiven Impact da einiges bewegen kann. Je nach Gegner kannst du dann da rotieren. Brunner, der gegen die guten Mannschaften da hinten den Laden sauber halten kann. Laden dicht halten kann, der mit seiner Größe 1,80 auch für Kopfballduelle für einen Außenverteidiger gut aufgestellt ist. Und ja, und Aydin als Spieler für die Offensive. Finde ich sehr, sehr gut, diese Mischung da zu haben. Ich finde es auch sehr, sehr gut, da nicht den absoluten Stammspieler hinzustellen, weil ich erwarte einiges von Aydin. Ich glaube, der kann eine gute Entwicklung nehmen und ich finde diese Mischung da sehr, sehr gut, die wir jetzt auf der rechten Seite haben. Was ist deine Meinung zum Transfer? Lass es mich wissen.